Weil ich vermute, es kommt gleich irgendeine richtig geil gemachte Szene. So wie bei Pokémon Smaragd oder so. Ich hoffe es irgendwie. Weil Lugia wird hier so in die Story eingebaut, dann muss das einfach so gut sein. Alter, wie gut das aussieht. Das ist der Wahnsinn. Für euch ist das jetzt ein bisschen verpixelt, ne? Weil das Bild halt breiter gezogen ist. Aber direkt auf der Konsole, ne? Das sieht so geil aus. Das ist der Wahnsinn. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe noch nie so ein gutes Bild in Pokémon gesehen. Wahnsinn, ey. Ich bin davon gerade richtig fasziniert. Hier, Mr. K, guck dir das auch mal an. Irre, oder? Was sagst du dazu? Strotzt vor Energie. Okay, ich dachte so, das denkt sie auch nur so, dieser Ausblickschutz wirkt nicht mehr. Alter, wie gut das aussieht in dem Spiel, das ist so irre. Ich habe halt nach Pokémon Smaragd die Spiele nicht mehr angerührt. Und da gab es nie irgendwas, was auch nur annähernd so geil aussah, wie dieser Screen eben gerade. Wahnsinn. Dies ist der Ort, an dem wir mit Lugia in Kontakt treten werden. Wenn sich hier der Klang des Tanzes, den wir täglich proben, mit dem eurer Gischtglocke überlagert, wird Lugia aus seinem Schlaf tief am Grund des Wasserfalls erwachen und sich von uns erblicken lassen. Bin ich jetzt bei Zelda oder was? Was ist denn hier los? Wahnsinn. Wow. Geil. Dieses Spiel, ey, das ist so genial. Was ihr da vor euch seht, ist Lugia. Seit Urzeiten erzählt man sich hier von ihm, dem Schutzpatron der Meere. Schon viele vor euch haben sich daran versucht, das Gleiche zu erreichen, doch alle scheiterten sie kläglich. Gurke, ihr hattet endlich Erfolg damit, weil euer Herz mit der Gischtglocke im Einklang stand. Seht nur, Gurke. Lugia scheint darauf, dass jemand wie ihr in Erscheinung tritt, gewartet zu haben. Dieses Spiel, ey, das ist der Wahnsinn. Das sieht so gut aus. So, jetzt wird erstmal gespeichert. Ich gehe davon aus, dass ich failen werde und es nicht beim ersten Versuch fangen kann. Aber diese Szene gerade hat meine Erwartung einfach übertroffen. Okay. Ja!
Ich lausche gerade ein wenig der Musik. Bitte stirb nicht, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Na gut, wunderbar. Was ist zur Hölle? Ach so, das war auch nur Schaden. Was ist denn das für eine Attacke? Okay. Nein, das kann Hydropumpe, verdammt. Ich war so der Hoffnung, dass es hier noch Luftstoß kann. So eine schöne Attacke. Frag mich, wieso ich die so schön finde, aber ich finde die so geil. Ripperball. Nee, ich lass mich nicht fangen. Regentanz. Komm, machen wir es uns mal richtig schwer. Pokéball, los! Na, oh, fast hätte es geklappt. Oh, er sagt es wirklich. Okay. Die Attacke sieht so dumm aus. Ich finde die geil. Irgendwie. Pokéball, los! Blub! Mist, das Pokémon hat sich befreit. Mr. Don wurde besiegt. So was Blödes, aber auch Mensch. Das ist wieder der Nachteil daran, wenn man nur ein Pokémon trainiert hat. Ja, es ist fehlgeschlagen, so ein dummes Ding. Das dürfte jetzt ein bisschen Schaden machen. Gut, dass Lugia gerade ein bisschen das Gehirn verloren hat oder so. Genau so viel Schaden wollte ich machen. Serien, du bist einfach so genial, ohne Witz. Meisterball! Nee. Ich glaube, den gebe ich auch mal irgendein Pokémon zum Tragen, damit ich ihn nicht aus Versehen verbrauche. Es kann auch Luftstoß. Dieses Ding. Okay, Sinsaho. Nun bist du an der Reihe. Statusheilmittel. Ich habe irgendwo Beleber. Beleber? Nein, nutze ich jetzt nicht dafür. Mistekton wird mal wiederbelebt. Tot. Los, ich mache es fertig, Mr. Don. Ich fange jetzt ein fettes Pokémon mit einem Schwerball. Oder auch nicht. Es hätte aber fast geklappt. Natürlich hätte es das fast. Hypertrank, okay, auf Mr. Acton, bitte. Das ist halt der Nachteil daran, wenn man wirklich nur ein Pokémon trainiert hat. Legendaries zerficken einen einfach. Beutel, Bälle. Schwerball, okay. Ich hätte mehr davon gebraucht.
Weil Lugia scheint einfach fett zu sein. Ja, es ist halt riesig, also wird es wahrscheinlich auch fett sein, also schwer sein. Deswegen dachte ich mir gerade einfach nur so, das könnte eigentlich voll genial klappen, aber... Ach, euch habe ich auch noch. Egal, erstmal alle Superbälle aufbrauchen, alle Hypertränke und eigentlich alles, was ich habe. Ich habe natürlich auch nicht dran gedacht, irgendwas mitzunehmen, was irgendwie paralysieren kann oder so, ne? Ich will auch einen Pfosten. Dieses Pokémon, ich liebe es. Ich muss es fangen. Aber irgendwie liebe ich es auch nur in Pokémon Silber so sehr. Ah, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber ist auch egal. Ich muss es auf jeden Fall jetzt irgendwie gefangen kriegen. Was zur Hölle? Ich muss erstmal einen neuen Hypertrank benutzen. Alter, wieso machst du da so viel Schaden? Hey, komm mal klar, Wahnsinn. Was ich jetzt eigentlich echt mal machen kann, Kampf-Items. Was habe ich denn? X-Spezial. Okay, das bringt mir nichts. Mega Block bringt mir auch nichts, okay. Dann muss ich wirklich Bälle drauf werfen. Solche Sachen könnte man echt mal so, dass man extrem viel ausweicht oder sowas mitnimmt. Aber das wäre auch echt vom Vorteil. Oder Verteidigung erhöht und so ein ganzes Schmarrn. Na, Luftstoß dürfte es jetzt, glaube ich, nicht mehr machen können. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, das ging nur fünfmal. Ich glaube, die fünfmal haben wir schon durch. Freundesball, weil ich möchte mit Lugia natürlich auch befreundet sein, also muss das jetzt einfach mal klappen. Das klappt scheinbar nicht. Oh nein! Mummelbobs lebt auch noch. Warte mal, ich guck erstmal, kann das irgendwie Schlafpuder oder so absorbern natürlich nur und Lockduft. Machen wir einfach mal Lockduft. Ich glaube, wir machen lieber gar nichts. Lugia will kein Lockduft haben. Nächstes Pokémon einsetzen. Murmelpops darf nicht sterben, weil es ist mein Murmelpops. Beutel, PAP-Erholung, Quatsch, Statusheilmittel, Beleber, an auf Mr. Don. Na, ah, Mr. Don hat sich wieder erholt. Und da ist Mogelbaum tot. Ich finde diese Attacke irgendwie cool. Ein Volltreffer, verdammt. Natürlich nächste Pokémon einsetzen. Ja, ich sehe das, wie gesagt, schon kommen. Ich werde hier irgendwie zwei Versuche brauchen oder so, bis ich das Ding fange.
Wahrscheinlich sogar noch 3 oder 4 mehr, aber... Hyperball, zack. Also mit dem Schwerball hatte ich bisher den meisten Erfolg, glaube ich. Aber die habe ich nicht mehr. Und danach hatte ich mit Pokéball und Superball, glaube ich, den meisten Erfolg. Ich muss aufs Klo. Verdammt. KPAP-Erholung, Hypertrank. Vielleicht würde es auch schneller gehen, wenn ich nicht jede zweite Runde irgendwie einen Hypertrank benutzen müsste, statt einen Ball zu werfen. Aber es ist auch egal. Irgendwann geht dem Ding bestimmt der Sondersensor aus. Dann habe ich das Problem nicht mehr. Bälle. Pokéball. Lob. Lob. Fast geklappt. Es hat sich befreit. Ja, das ist es. Superball. Verflixt, es hätte beinahe geklappt, ey. So eine Scheiße. Nee, im Ernst, ich hasse dieses Pokémon-Fang. Oh, das war jetzt knapp. Hypertrank. Ich hab gesagt, Hypertrank. Bälle. Superball. Werfen. Yeah. Bälle, Superball, werfen, yeah! Ich will es gar nicht mehr, verdammte Achse! Ich glaube, ich fange das Ding echt gleich mit dem Meister bei, weil ich die Geduld verliere. Im Prinzip brauche ich den, glaube ich, eh nicht. Ich weiß nicht, ob hier ein Pokémon irgendwie auf Level 100 kommt, für das man dann wirklich, dass man dann ziemlich nur mit dem Meisterball fangen kann. Weil es irgendwie mit allen anderen Bällen wahrscheinlicher ist, dass man ein Lotto gewinnt. Oder so. Ich kenne das Spiel ja leider nicht komplett und weiß nicht genau, wie es aufgebaut ist. Was das Ganze wieder etwas erschwerlicher macht. Der Sondersensor ein. Das Problem, was ich mit solchen Pokémon habe, entweder haben die Dinger volles Leben, ich werfe einfach random nur aus Scheiß einen Pokéball drauf und fange das Ding. Was ich eigentlich meistens ungefähr so mache. Oder sie töten sich irgendwann selber, weil sie keine Attacken mehr über haben. Eins von beiden habe ich immer. Also entweder fange ich das Ding instant oder gar nicht.
Deswegen habe ich auch schon so langsam die Hoffnung verloren, dass ich das Ding noch kriege, bevor es stirbt. Deswegen habe ich schon gesagt, ich werfe mal gleich einfach einen Meisterball drauf. Das Ding regt mich auf. Ja. Blub. Ja, ich hätte echt irgendwas mitnehmen sollen, was einschlafen kann. Oder, nicht was einschlafen kann, sondern was einschläfern kann. Wie zum Beispiel mein Gardevoir. Oder whatever. Dieses Lugia, ne? Dieses Lugia. HP, HP, Erholung. Hyperdrive wird eingesetzt. Yeah. Welle. Superball. Yeah. Blop. 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 Ich will nicht. So was Blödes, aber auch so scheiß. Warum machst du einen Volltreffer? Hör auf mit so einem Scheiß, ey. Mit diesem Hyperball werde ich jetzt das wilde Lugia fangen. Auf, dass es nicht mehr wild ist. Oder auch nicht. Scheiße. Zuversicht scheint auch nicht zu helfen. Die Attacke sieht so lustig aus. Flap, flap, flap. Ah. Aber mit diesem Hyperball klappt es ganz bestimmt. Scheiße. Ohne Witz. Ich glaube, ich werfe weiter Superwelle da drauf. Das ist irgendwie... Da wackelt das wenigstens ab und zu mal. Aber erstmal benutze ich wieder einen Hypertrank, nicht? Turboball. Bisschen spät dafür, aber ist auch egal. Ich werde bekloppt. Hypert, was ist das denn? Top-Trank? Achso, gerade irgendwie YOLO-Trank gelesen. Würde schon sagen, was? Zur Hölle. So, okay. Da es dieses Mal nicht geklappt hat,
machen wir es beim nächsten Mal nochmal. Ich muss jetzt unbedingt erstmal aufs Toilette. Und beim nächsten Mal sehen wir uns in diesem Screen wieder. Jetzt feiere ich diesen Anblick nicht mehr so wie vorhin. Vorhin dachte ich mir noch, boah, ist das gut. Und jetzt denke ich mir einfach nur, fick dich, Luke. Ja, fick dich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Willkommen zurück zu Let's Play Soul Silver. Pokémon. Nein, ich krieg das nie in diese Ansage. Wobei, nein, doch. Irgendwann. Also ohne Musik ist das alles blöd. Aber irgendwann werde ich diese Ansage noch schaffen. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich nicht einfach bis zu den Weihnachtstagen einfach mal ganz viel hochladen werde. Das heißt, wenn du das jetzt so ungefähr, also wenn du auf Star Trek guckst, wann hat der das denn hochgeladen? Und du siehst da so irgendwie Weihnachtstagemäßig was stehen. So 24, 25, 26 zu 12. Ja, ganz knapp drumherum. Ich sag dann einfach mal frohe Weihnachten. Falls ich es wirklich machen sollte. Und ich werde noch ganz viel anderes hochladen. Also, falls du siehst, ja, der hat das dann hochgeladen, dann habe ich das gemacht. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Eiszahn. Warum? Weil es gefrieren kann, eventuell. Das ist sehr effektiv. War jetzt nicht so der Sinn dabei, ne? Es ging darum, dass du eingefroren werden sollst oder so. Und nicht irgendwie, dass du mir sagst. So, wir machen jetzt einfach mal Turbo Ball. Die funktionieren nämlich eigentlich immer zu Beginn eines Kampfes besonders gut. Also was heißt besonders gut? Sie funktionieren halt einfach. Meistens. Aber ich glaube, den hätte ich dann auch echt werfen sollen, bevor ich schon angegriffen habe. Ich habe einfach nur drauf gehofft, dass das Ding eingefroren wird oder so. Und ja, das sah schon mal knapp aus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, alles Gute ist 3, Geronimo! Oder so. Ah ne, YOLO sagt man ja heutzutage. Ja, weil ich jetzt YOLO gesagt habe, dachte sich Lugia auch nur, das ist bescheuert, so ein gehe ich nicht, nee. Das kannst du knicken. Mensch, das macht mich ja am Anfang ganz schön rund, stelle ich gerade irgendwie fest. So was Blödes, aber auch. Na, benutzen wir einfach mal den ersten Hypertrank. Okay, was heißt, das macht mich am Anfang ganz schön rund, das macht mich allgemein ganz schön rund irgendwie. Ja, Attacke geht daneben. Ich glaube, das Lugia will ich nicht haben, es ist blind. Ah ne, warte mal, ich bin noch gar nicht in der Fangphase jetzt. Ich werde nochmal Eiszahn benutzen, einfach nur in der Hoffnung, dass es irgendwie einfriert oder so. Ja! Beutel. Bälle. Meisterball! Nee. Jetzt benutze ich einfach nochmal so einen Schwerball. Weil die haben, glaube ich, ganz gute Wirkung gezeigt. Ja, oder auch nicht. Es ist aufgetaucht. Instant. Och, Mann! Warte mal, ich benutze jetzt nochmal so einen Knirscher. Und ich hoffe, dass es nicht so viel Schaden macht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Natürlich, ich war dumm, ey. Das ist sehr effektiv. Ich Vollidiot. So. Ah, nochmal das Ganze. Dann gucken wir einfach mal gleich nach, was Surfer für einen Schaden verursacht. Weil ich hätte auch einfach mal nach Dings gucken können, nach Fuchtler. Weil das hätte mit Sicherheit nicht getötet. Also in der ersten Runde auf keinen Fall und danach wahrscheinlich auch nicht. So. Beutel. Bälle. Turboball. Ich versuch's einfach jetzt direkt am Anfang wieder mit dem Turboball.
Und Lugia denkt sich, nö. Ich mach mal eine Hydro-Pumpe. Vielleicht muss ich so schnell den Ball werfen, bevor sich Lugia entschieden hat, womit sie angreifen will. Ach, da waren so viele Sachen zu beantworten. Ich glaube, sie hat es schon entschieden. Sie, es. Ach, whatever. So, haben Surfer. Ja, ich glaube, jetzt könnte ich perfekten Eisbiss machen. Mit ganz viel Glück sogar noch einfrieren. Auch wenn ich das nicht glaube. Aber das müsste es überleben. Sage ich ja mit ganz viel Glück einfrieren, was ich nicht glaube. Bla. Ah, das ist doch alles scheiße. Kann das Ding nicht einfach mal gefangen werden? So, ich denke mir so einfach so, ja, ich werfe jetzt einfach mal genau diesen Ball da drauf und damit habe ich es gefangen. Yeah, das wäre einfach zu gut. Aber nö. Plop, das bricht aus. Es hat aufgehört zu regnen. Hypertrank, okay. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie viel Schaden Fuchtler macht. Das ist kacke. Manno. Superball. Es klappt schon wieder nicht bald. Beutel, Bälle, Schwerball. Noch eines klappt schon wieder nicht bald. Ich hasse sowas, wenn sich ein Pokémon nicht fangen lassen will, ne? Hypertrank. Lugia wild, mit Klammern, setzt Luftstoß an. Oh no. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist die stärkste Flugattacke, die es gibt. Und ich glaube, Lugia ist das einzige Pokémon, das die Attacke erlernen kann. Aber wieso, weiß ich wohl. Das macht ja halt immer diesen Luftstoß, wenn es irgendwo auftaucht. Einfach nur diese Welle, so. Boah, aber diese Szene sah so gut aus, wo Lugia aufgetaucht ist. Mm.
Happy, happy, hallo. Los, Mr. Kton. Pokéball werf ich da drauf, schwupp, 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 und es bricht jetzt ganz einfach aus, schwupp, schwupp, schwupp. Sondersensor. Bälle. Überball. Das war knapp. Das ist nicht sehr effektiv. Ich ist Mr. Kton doch tot. Ich sehe das jetzt schon kommen. Das war so klar, dass jetzt Luft durchkommt. Tot. Ja, natürlich nächstes Pokémon einsetzen. Sirin, du musst mal wieder hier deinen Job machen, weil alle anderen zu blöd sind. Erfolgo. Nein, verdammt. Sirin, du hast verkackt. Und dann auch noch ein Volltreffer, ne? Wahnsinn. Baumschule. Das ist auch egal, nehmen wir einfach das hier. Lockduft. Okay, klappt das immer noch nicht. Ich weiß noch nicht, was genau das bringen sollte, aber... Vielleicht mögen mich Pokémon, wilde Pokémon dann lieber und lassen sich besser fangen. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Beleber, okay. Auf Mr. Kton. Ist richtig. Sondersensor und Muggelbaum ist tot. Nächstes Pokémon rufen, das ist korrekt. Aber schon mal gut, dass es nur noch Sondersensor einsetzt. So, Beutel und Bälle. Ich werfe jetzt einfach Überbälle da drauf. Es trollt mich sowas von hart. Ernsthaft? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist ein stärkeres Lugia als beim letzten Mal. Weil das letzte Mal hätte mir, glaube ich, niemals 58 Schaden gemacht. Oh nein, Murmelpops wird sterben. Nein, Murmelpops. Bitte nicht. Nein, Murmelpops. Murmelpops ist gestorben. Ein Trauerspiel ist das hier, ein Trauerspiel. Stirb, Lugia, stirb an diesem Ball. Bitte. Da, fast wäre es gestorben. Was zur Hölle, ey.
Jetzt kann ich es auf die Probe stellen. Ich habe vorhin immer 140 geheilt. Da kann ich jetzt gleich gucken, wie viel ich gleich heilen werde. Cool, vielleicht mache ich doch einfach viel weniger Schaden. Ich glaube, alle drei Runden oder so habe ich den Trank benutzt. Das macht 41 Schaden. Ja, mache ich entweder. Macht das entweder 20 mehr oder weniger im Endeffekt. Wer weiß. Super, nee, ich wollte den Hyper beibehalten. Das war so knapp. Hypertrank wird eingesetzt. Schwupp, schwupp, schwupp. Ach ja, Mensch, Mensch, Mensch. Auch noch so ein dämlicher Volltreffer. Arg. Das Pokémon hat sich befreit. Ich hasse das, so lange in einem Pokémon zu sitzen. Ich könnte auch einfach versuchen, Shiny Lugia auftauchen zu lassen. Das würde ich dann sogar mit dem Meisterball fangen. Aber es würde im Endeffekt noch länger dauern. Bis wirklich eins auftaucht. Vermutlich. Sondersensor. Ein Volltreffer. Mensch. Mach doch nicht in jeder zweiten Runde einen Volltreffer. Vor allem, wenn ich dieses Pokémon dann besitzen würde, würde es das mit Sicherheit nicht mehr machen. Dabei fällt mir irgendwie ein, dass ich mir vorhin eine Lasagne machen wollte. Verdammt, das habe ich irgendwie vergessen. Ab dessen habe ich so edle Salami-Brötchen gegessen. Aber ich liebe Salami-Brötchen. Also einfach nur Brötchen mit Salami. Das schmeckt so geil. Boah, ich stehe da irgendwie voll drauf. Mensch, Lugia, lass dich doch mal fangen. Was ist denn los mit dir? Döp, 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 döp. Oh, verdammt, ich wollte eigentlich nur das auch. Ich habe ja eh noch ein Pokémon und der wird jetzt schon keinen Volltreffer machen. Danke, ja. Nein, 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 nicht nochmal. Hypertrank. Hypertrank wird eingesetzt. Schwupp, schwupp, schwupp. Ach nee, blablabla, hab ich ganz vergessen. Tut mir leid. Macht der wirklich genau 40 Schaden mit einem Sendersensor?
Nicht ganz. Manchmal schon, aber... Ah, warum gehe ich denn jetzt hier in die Aufnahme rein? Bin ich bescheuert? Wahnsinn. Das kann so nicht angehen. Oh, fast hätte es geklappt. Mensch, wie spannend. Es hätte beinahe geklappt. Immerhin kriegen wir hier Abwechslung rein. Weiß nicht, das ist ja echt spannender, als wenn ich hier irgendwie einen Pokémon-Kampf mache. Jetzt muss ich, glaube ich, einen Trank benutzen. Wenn not. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass es nur 38 Grad macht. Statt den üblichen so 39 bis 41. Hyperball. Mist, das Pokémon hat sich befreit. Es dauert so lange, dieses Ding zu fangen, das ist der Wahnsinn. Nächsten Sondersense überlebt er schon. Sag ich doch, überlebt er schon. Scheiße. Okay, Sinsau. Das ist, deine Chance, dich als würdig zu erweisen oder so ein Scheiß. Beleber, Beleber, Beleber an Mr. Kton. So, auch Sinsau ist tot. Ja, bitte nächstes einsetzen. Mr. Kton, in den Kampf. Nur noch ein bisschen, halte durch, Mr. Kton. Wenn es wirklich nur noch ein bisschen wäre, ne? Aber das ist es natürlich nicht. Ich muss mich übrigens immer konzentrieren, während ich den Ball werfe, deswegen rede ich dabei immer nicht. Aber ich bin Schwachsinn. Wer konzentriert sich bei einer random Sache? Alter. Meine Genialität. Ich muss mich auf diesen random Scheiß konzentrieren. Nein, ich versuche die Spannung beizubehalten, die im Spiel ist. Indem ich nichts sage. Diese unglaubliche Spannung. Schafft er es? Nein, nein. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist immer auf eher nicht. Wieso machst du dir selber so viel Schaden, du Idiot? Ey, das ist der Wahnsinn, das denke ich raste aus. Ich werde es irgendwie in den Müll werfen, wenn ich es gefangen habe oder so. Ich weiß es nicht. Was ist das denn zu fassen, ey? Das ist echt ein Kackding hier. Ja! ich will nicht den Meisterball dafür verschwenden, aber ich will das Ding unbedingt haben. Ich liebe es. Es ist einfach das geilste Pokémon dieser Welt. Zumindest im Silber. Komm.
Ich gucke jetzt einfach mal, wie viel Schaden Fuchtler macht. Auch wenn es 3 Runden dauert. Okay, es macht so viel Schaden. Warum kann Fuchtler nicht den Gegner verwirren? Warum muss es mich selber verwirren? Das ist verwirrend. Ich verstehe das nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Oh, ganz nach dem Motto, ne? Ich bin ein Pokémon, ich bin gerade verwirrt. Ich muss mich selber angreifen. Bin mir nicht sicher, aber ich würde einfach mal behaupten, dass ein Eiszahn jetzt verdammt knapp wird. Aber ich habe dann wieder das Glück. Volltreffer. Und denke mir einfach nur, das Spiel, ey. Mr. Acton ist verwirrt, es beißt sich selber. Natürlich. Weiß ich jetzt den Gegner oder mich? Ich weiß nicht, was ich tue. Aua! Dieses Spiel ist der Wahnsinn. Brötchen. Ich glaube, ich fress gleich einfach mal nebenbei eine Runde. Oh Mensch, das machst du ja richtig gut. Ohne Witz, in diesem Moment hat es wirklich verdient, tot zu sein. Es hat es einfach verdient. Los, Siri. Ich liebe dich. Beutel. Nee, Status Heilmittel, Beleber, okay. Ja, ich glaube, ich fresse gleich einfach nebenbei, weil ich eh nichts Spannendes mehr zu erzählen habe dabei, außer dass ich, wow. Felix, beinahe hätte es geklappt, bla 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 und so weiter. Also, du weißt, was ich meine. Und ja, aber ich könnte schon noch weiterspielen. Dieses arme Siri, das ist... Es hat seine Dienste erfolgreich erledigt, getan, whatever. Wir sind unglaublich stolz auf es. Zumindest bin ich das. So, nächstes Pokémon rufen, natürlich, Mr. Acton. Mach dich einsatzbereit. Du bist der Held der Stunde. Kampf. Boah, das riecht schon wieder so. Sehr so. Und Turboball ist, glaube ich, ein bisschen spät für. Stimmt, vor allem bin ich noch nicht mal mit Kämpfen fertig. Oder doch? Ich mache jetzt einfach nochmal Eiszahn und töte es eventuell aus Versehen. Das tut mir dann natürlich furchtbar leid. Schreck zurück. Hätte es nicht lieber eingefroren sein können? Weil jetzt bin ich so auf dem, ich würde sagen, perfekten Lebenspunkt gestanden. Um es mit CC zu fangen. Beutel. Bälle. Schwerball. Einfach mal ein Schwerball benutzen. Tut mir echt leid, dass ich gerade am Fressen bin, aber ich habe keinen Bock mehr auf das hier, will es aber machen und ich habe Hunger. Ein Volltreffer. Natürlich krittet das Ding ohne Ende. Ich bin aber echt schon auf das Pokémon gespannt, dass man einen vernünftigen Schwierigkeitsgrad kriegt.
wo die Gegner dann in der Pokémon-Liga irgendwie einen Beleber dabei haben oder so. Oder drei oder was weiß ich. Habe ich gerade auf Flucht gedrückt? Hoppla! Mensch, ich wollte doch nicht fliehen. Mist, das war knapp. Oh, ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Das ist natürlich blöd gelaufen. Es hatte gerade aufgehört zu regnen. Vielleicht ist das meine Chance. Ja, ich dachte doch, das ist meine Chance. Verdammt, ich hab grad voll abgeschmatzt. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach so, genau, der Fluchtwert sinkt. Vielleicht auch der Fluchtwert aus dem Pokéball, wer weiß. Warte mal. Gut, ich hab's schon geheilt. Ich musste beim Trinken zu meinem Bedauern feststellen, dass Mirapla sich besser schlägt als Miss Dacton. Ja, ich bin so gut. Ich hab's beim 10. Versuch oder so endlich gefangen. Man muss nur mal schön irgendwie beim Let's Play essen und dann fängt man sowas auch. Man berichtet, es sei der Wächter der Meere und man habe es im Herzen eines tosenden Sturms gesehen. Okay. Ja. Ich nenne es so wie früher. Nur minimal anders. Minimal anders heißt, ich mache jetzt eine Katze dahinter.